Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin wieder unterwegs mit Nicole und Klaus. Wir schauen uns heute ein NATO-Lager an, was aus dem Zweiten Weltkrieg stammt. Es gab drei Stützpunkte, Dünsen, Saas-Golf und hier. Da vorne gab es noch überall noch Gebäude, die leider alle abgerissen sind. Das heißt, nur noch dieser Turm hier. Warum man ausgerechnet nur die Gebäude wegreißt, das verstehe ich nicht. Anstatt alles einfach wegzureißen. Es ist schon ein ungutes Gefühl, hier oben drinnen zu stehen. Weil ich schon mehr über diesen Ort hier erfahren habe. Und das waren einfach traurige Geschichten. Wir haben da vorne geparkt und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video. Wie ihr vielleicht sehen könnt, sind die ganzen Fenster alle noch drinnen. Hier oben hat sich die Mannschaft versammelt und falls ihr fragt, was das hier ist, das sind die sozusagen ein Schießschaden. Man konnte das hier rausheben. So, das Ding steht da jetzt und dann konnte man mit der Waffe rausziehen. Hey, was macht ihr da? Haut ab! So war das nämlich mal gedacht. Da haben die Waffe rausgehalten und konnten halt von jedem Blickwinkel halt immer gucken, ob da irgendwelche Gefahren kommt. Alten Steckdosen. Ja, zwei Fenster sind von denen komplett kaputt, aber sonst ist das eigentlich alles in einem guten Zustand. Da waren hier oben Lampen. An jeder Ecke eine Lampe. Hier oben war die Heizung. Also viel Vandalismus ist bei diesem Ort aber auch nicht. Nur konnte man die Fenster dann nämlich. Hier oben ist ein Griff, dann konnte man den nämlich aufmachen. Hey! Und dann konnten die halt die Fenster alle aufmachen. Guten Tag! Genau. Jetzt geht das Fenster nicht mehr zu, mache ich gleich zu. Hier waren die Lichtschalter. Und dann auf hoch und runter klappen wahrscheinlich. Oder was? Das waren irgendwelche Lampen. Die Frage ist aber, was genau für Lampen? Und das Geile ist, man konnte hier oben die Luke aufmachen und dann konnte man von oben wie von unten nach Gefahren schauen. Ich habe das schon mal ausprobiert. Das ist leider nichts für mich, weil ich extreme Höhenangst habe. Hier oben waren wahrscheinlich irgendwelche Leitungen, so wie es aussieht. Hier waren die Dinger, damit konnte man den Strom von hier oben. Ich bin mir nicht genau sicher, wozu das hier war. Hier sind irgendwelche Schalter, bei denen man irgendwas außen anschalten konnte. Ich kann so viel zu diesem Ort eigentlich auch nicht sagen. Ich finde es einfach nur eine traurige Hintergrundgeschichte. Wie das hier einfach alles aussieht. Schaut, und jetzt mache ich das Fenster wieder zu. Und jetzt ist das Fenster wieder zu. Jetzt gehen wir noch einmal runter. Ich möchte euch da gerne auch nochmal was zeigen. Wenn es da noch was zu sehen gibt. Dann wer von euch den Ort Dünsen kennt, da gibt es ja auch diesen großen Turm, wo Adventure Buddy mit Stefan und Paul, übernachtet haben. Und sowas ist hier auch. Da ist sogar noch eine Lampe sogar noch drin. Ja. Dann natürlich noch diese alte Treppe, die von oben nach unten führt. Also damals kann ich mir denken, dass neben dem Turm noch ein Gebäude war, weil hier ist nämlich eine Luke. Da konnte man nämlich auf das andere Gebäude nämlich drauf, aber hier ist das leider zu. Was zu ist, bleibt auch zu. Es ist heftig, solche Orte überhaupt mal richtig zu entdecken. Gut, die haben nicht richtig zugemacht, okay. So, da war das definitiv jetzt der Turm. Ich hoffe, dass ich das noch zeigen wollte. Schaut euch mal diesen Turm mal an. Das ist halt der Riesenturm. Aber ich frage mich, warum wurde das denn abgerissen und dieser NATO-Turm nicht? Weil ehrlich gesagt, hier ist auch nichts mehr. Hier ist nur noch alles hochgewachsen. Ich habe das Tor nicht zugemacht. So, Tor ist zu. Da sind noch riesengroße Hügel. Ich weiß nicht, ob hier vielleicht überall die ganzen Gebäude standen. Weil das kommt mir nämlich gerade so vor.
Und nochmal ein riesengroßer Blickwinkel. Da ist der Riesenturm. Da oben waren wir nämlich drauf. Da oben ist auch noch eine Antenne noch drauf. Und ich frage mich, wie gut die Bausubstanz ist, um da oben noch raufzukommen. Weil hier sonst ist hier leider überhaupt nichts mehr. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke. Schreibt was in die Kommentare rein. Schaut bei Nicole und bei Klaus vorbei. Und bei mir ist alles Instagram verlinkt. Und dann würde ich sagen, der Turm und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal und ciao.